Jetzt geht's los, Leute. Shakira. Shakira. I'm Shakira. Yeah. Hallo Leute und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Wow, wer mich noch nicht kennt, hey, ich bin Laura und ich heiße dich ganz herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Ja, ich habe heute meinen freien Tag und ich habe euch schon auf Instagram angekündigt, dass ich heute mal an die Marina fahren werde, an den Hafen. Mein Freund hat heute nämlich keinen freien Tag und deswegen dachte ich, dass ich ja mit euch mal an die Marina fahren könnte, also an den Hafen. Dann können wir mal an der Promenade lang spazieren und ich kann euch mal so zeigen, was es dort genau alles gibt. Und eigentlich, was ich mir so gedacht habe, ist, dass ich euch mal wirklich zeigen kann, was so meine Favorite Food Hotspots am Hafen oder an der Promenade hier in Agadir sind. Ihr wisst ja, ich liebe Essen und deswegen dachte ich, zeige euch mal so meine Favorites. Das würde euch sicherlich auch sehr interessieren, was ist das? Und ich gebe euch trotzdem noch ein paar andere Eindrücke des Hafens und erzähle euch einfach einen Haufen Zeug darüber, damit ihr viele Informationen habt, falls ihr mal nach Agadir fahren wollt. Ja, genau. Ihr könnt mich sehr, sehr gerne kostenlos abonnieren, denn wir haben hoffentlich die nächsten Tage endlich die 20.000 Abonnenten geknackt. Das wäre super, super, super cool. Und ich bin ja, wie gesagt, noch 2,5 Monate in Marokko, deswegen wird sehr viel Marokko-Stuff auf diesem Kanal folgen. Jo, ich habe mich jetzt hier ein bisschen umgezogen. Ich habe eine lange Hose natürlich an, einen Top und ein paar Kötten. Und ich werde mich jetzt auch ganz kurz in die Sonne legen und ein bisschen chillen, eine halbe Stunde. Und dann geht's los, dann schnappe ich mir ein Taxi. Und dann geht es an die Marina. Also ich bin ja hier im Robinson Club Agadir und das Taxi kostet eigentlich so tagsüber 12 Dirham, 13 Dirham bis zur Marina, also 1,30 Euro. Abends ist der Tarif ein bisschen teurer, da kostet es dann schon so 20 Dirham, also 2 Euro. Wow, mega teuer. Yes, guys, ich würde sagen, wir gehen los. Ich hoffe auf jeden Fall, dass ihr euch auf diesen Vlog freut. Wenn ja, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Und ich bedanke mich schon mal bei all die unter meinem letzten Video die ganzen Videoideen und Videowünsche unter meinem Video kommentiert haben. Dankeschön, da habt ihr mich nämlich auch inspiriert, mal an die Marina zu gehen. Yes, also es werden auf jeden Fall coole Vlogs demnächst kommen. Und dann würde ich sagen, wir gehen los. Und ihr seht, ich bin noch nicht mehr krank und ich habe gute Laune. Yeah. Übrigens, Leute, ich bin hier noch, glaube ich, noch heute mal, wenn ich eh an der Marina bin, da gibt es ja auch ein paar Friseur, wie auch immer. Und ich bin auf der Suche nach einem Silbershampoo, weil meine Haare wieder ziemlich gelblich sind. Und ich brauche ein Silbershampoo, damit die wieder kühl sind. Kein Plan, ob es das hier gibt. Wir werden es suchen. Auf geht's. So, Leute, ich muss mich ein bisschen verstecken, da wir Sommer haben und die Marina, und hier generell die Promenade ist im Sommer so voll. Ich meine, jetzt sehe ich noch nicht so viele Leute. Die Marokkaner kommen dann erst so gegen Abend raus. Deswegen muss ich mich ein bisschen verstecken mit der Kamera. Sonst werde ich ziemlich oft angesprochen wahrscheinlich. Aber ja, ich würde jetzt sagen, ich bin jetzt hier gerade bei Maggis. Wir laufen jetzt einfach mal so ein bisschen rum. Ich bleib mal ganz kurz stehen. Ich will euch auf jeden Fall Eisdielen zeigen, leckere. So meine Favorite Eisdielen. Und dann auch noch coole Restaurants. Also ich kann euch ja schon mal sagen, hier, da vorne sind auch schon überall Jetskis, Bananaboote und so. Und das ist wirklich nur im Sommer so. Also im Winter ist hier echt gar nichts los. Da gibt es noch nicht mal Liegen am Strand. Also, ja. So, hier haben wir schon mal McDonald's. Yay, wow, sehr spektakulär. Und da seht ihr wirklich komplett überall die ganzen Liegen, die da aufgebaut wurden. Und da hinten seht ihr natürlich auch den Berg. Da kann man übrigens auch drauf gehen und da sieht man wirklich komplett Agadir. Also so schön, da war ich auch schon ganz lange nicht mehr. Also schaut es euch mal hier an, wie viel hier wirklich los ist. Es geht von hier bis nach ganz vorne und das wirklich den kompletten Strand lang darum und darum. Also wirklich, ja, also bis jetzt ist auch noch nicht viel los hier.
Und falls ihr übrigens auf Shisha-Bars, Cafés und sonst was steht, kann man hier auch abends mega gut hin. Es gibt auch ganz viele Nightclubs hier. Und ja, würde ich jetzt mal sagen, ich bin noch immer bei Maccas. Ich bin noch nicht vorangekommen, da gibt es auch KFC. Aber Maccas und KFC gibt es ja eh überall. Deswegen laufe ich jetzt mal hier rum und zeige euch ein bisschen die Gegend. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Auf jeden Fall ist hier eine riesen Stage aufgebaut. Und da wird immer Beachvolleyball gespielt. Da gibt es dann ganz viele Spiele. Ja, das habe ich auch schon lange nicht mehr gesehen. Das ist krass. Ich war hier schon so lange nicht mehr. Aber es ist so viel los, Leute. Ich laufe da mal später durch und zeige euch mal, wie krass das ist. So, ich habe eine Karte gefunden. Das ist der Strand von Agadir. So Leute, also ihr müsst von Maccas einfach immer geradeaus laufen, dann findet ihr hier, Moment, eine Eisdiele. Und ich schwöre euch, dieses Eis ist so lecker und so günstig. Pistachios heißt das, Pistachios, keine Ahnung, wie man es ausspricht. Ich denke, ich werde mir doch direkt eine Eiskugel holen, damit ich euch mal demonstrieren kann oder zeigen kann, wie lecker das Eis dort aussieht. Oh je, die haben auch so viel Auswahl. Yes, also das ist auf jeden Fall die Eisdiele, ich zeige dir euch gleich. Also soweit ich weiß, gibt es da Eis, eine Patisserie, also so Kuchen und so Zeug gibt es da auch. Sehr lecker, Leute, da war ich echt letztes Jahr immer. So, hier ist die Eisdiele. Ich nehme euch mal mit. Versuche ich. Jammel, es wurde eine, ich weiß nicht genau was, Erdbeer oder Himbeer. Oh, wie geil, alter Schwede. Sie haben auf jeden Fall so viel Auswahl. Ich habe versucht, heimlich mitzufilmen. Ich hoffe, ihr konntet was sehen. Jetzt lasse ich mir das erstmal schmecken. Ich glaube, ich setze mich auch kurz irgendwo hin. Es ist nämlich so schönes Wetter. Don't be polite, 'cause I like your attitude. Let's forget about a curfew, 'cause all that is stuck in my head is me and you. Pulse speeding, my heart is pacing, but I'm not sure I wanna pace it, 'cause it only does this with you. Our bodies meet, I can feel the tension, move us into the next dimension. Let's just let our bodies be true. Ganz kurz. Ihr wisst gar nicht, wie viele Leute mich jetzt hier schon angesprochen haben. Ich war schon so lange nicht mehr irgendwo alleine draußen. Aber meistens frage ich die dann so auf Arabisch, was sie wollen. Und dann einfach ignorieren. Also Leute, falls jemand ein Henna-Tattoo will, wurde mir jetzt auch schon 5-mal angeboten. Aber ich finde persönlich Henna-Tattoos sehr schön, aber heute nicht. So Leute, und hier seht ihr halt auch wieder die ganzen Essensbuden. Die gibt es halt hier überall. Wirklich. Die ganze Marina entlang könnt ihr hier überall essen gehen eigentlich. Aber, so Leute, hier könnt ihr auch mal übrigens reingehen. Palais Andalus, da ist es sowas wie ein kleiner Zug, da findet ihr wirklich alles. Also geht's rein, dann sind halt mehrere Räume da drin. Das ist auch ziemlich cool. Das ist so am Ende, also fast wirklich schon hinten am Hafen da. Das ist sehr cool dort drin. Leute, falls ihr übrigens irgendwie Jetski oder so fahren wollt, das gibt's ja wie gesagt hier auch. Ich glaube, das kostet so pro Person für eine halbe Stunde 15 Euro. Oder wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Das will ich unbedingt auch noch machen. Oh mein Gott, oh, ich liebe das Jetski. Ja, aber die versuchen da halt, also die zocken meistens auch einen ab, muss ich ja auch mal sagen. Deswegen passt auf. Übrigens, Leute,
In einer Woche beginnen die marokkanischen Ferien. Das heißt, dann ist hier wirklich die Hölle los. Also so ab Mitte Juli dann. Sehr viel ist dann hier los. Ich hoffe, ihr seht das gerade. Ich versuche mal ran zu zoomen. Da gibt es eine Pizza, New Pizza Roma. Die ist sehr, 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 sehr lecker. Da gibt es so gute Pizza. Also die hier, ups, die kann ich euch auf jeden Fall auch empfehlen. Jetzt geht's los, Leute. Shakira. Shakira. I'm Shakira. Yeah. So, Leute, ab hier beginnt dann wirklich der Hafen. Also wir laufen jetzt mal an den Hafen. Und da gibt es auch wirklich direkt dann am Wasser so ein paar leckere Restaurants und Eisdielen. Also ihr seht, hier gibt es wirklich an jeder Ecke was. Ein weiteres Restaurant wieder in Richtung Hafen. Also da muss man zum Hafen rumlaufen. Und hier ist genau ein Restaurant am Wasser. Casa Mia, auch sehr lecker, ist zwar ein bisschen teurer, aber schmeckt sehr gut. Und hier sieht man auch den Strand. Ja. Leute, ich habe ein kleines Problem, mein Akku ist fast leer. Super, Laura. Gehen wir mal schnell weiter. Oh Gott, es ist so warm heute, Leute. So heiße Schwitze. So, Friends, jetzt würde ich sagen, willkommen im Hafen. Mein Akku ist wieder aufgeladen. Ich bin auch schon wieder zu Hause. Ich habe vorhin noch eine Stunde oder so geschlafen. Jetzt bin ich schon fertig gemacht. Wir gehen. Also ich habe mir wirklich öfter vorgenommen, dass ich jetzt mal Fotos machen gehe für Instagram. Da ich sonst immer nur so kurz und knapp immer Fotos gemacht habe, wenn ich eine schöne Location gesehen habe. Aber jetzt wollen wir uns wirklich mal Zeit dafür nehmen. Also falls ihr noch nicht auf meinem Instagram vorbeigeschaut habt, dann schaut auf jeden Fall mal vorbei. Ich habe, wie ich finde, dieses Mal sehr, 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 sehr tolle Bilder gemacht. Hier auch im Club und in der Anlage. Und aber auch außerhalb. Und jetzt werden wir auch wieder schöne Fotos schießen. Und zwar hier in dem Garten. Da ist nämlich so ein Brunnen und so. Und da dachte ich, da nehme ich euch auch mal mit. Ich hoffe, ihr konntet ein paar schöne Eindrücke von dem Hafen, von der Marina bekommen. Und ja, Leute, meine Ohrringe sind übrigens von Sixt, glaube ich. Also meine Mutter hat die mir geschenkt. Die sind, glaube ich, von Müller. Und Ketten von Faye, wie in jedem Video, von Faye. Ne, die ist von Faye, von Pure Lay und von Pure Lay. Yep, also vielleicht habt ihr auch in dem Video gehört, wie oft einem hinterhergerufen wird von wegen Hey, how are you und so. Also ich habe das wirklich in meinem Kopf schon richtig ausgeblendet. Ich habe es vorhin beim Schneiden gemerkt. Ich habe nämlich vorhin das Video ein bisschen geschnitten, dass es halt wirklich sehr viele Kommentare wieder mal gab. Aber es ist halt normal, wenn man hier halt als Frau und allein unterwegs ist. Aber man kann das ja wirklich einfach ignorieren. Die machen ja nichts. Ja, dann würde ich sagen, wir gehen jetzt los. Ein paar Pics schießen, juhu. So, wir machen jetzt hier Fotos. Tada! Mann! So, Outfitwechsel. Und das ist unsere zweite Kulisse. Voll schön, wartet. Ich hoffe, ich falle jetzt nicht hier rein. So sieht das aus. Mega cool. Und hier ist Easy mit dem Hut. Die sieht aus wie 15. Oh Gott. It's very pretty here. So Leute, wundert euch mal wieder nicht, wie ich jetzt wieder aussehe. Irgendwie beende ich einfach mein Video immer so, dass ich immer ein Outro vergesse. Sehr gut, Laura. Ja, ich hoffe, ihr konntet trotz leergegangenen Akkus ein paar schöne Eindrücke von der Marina bekommen. Und ihr könnt mir ja mal schreiben, ob ihr schon mal in Agadir wart. Also an der Marina auch. Oder generell in Agadir und was da eure Lieblingsplätze sind, was ihr mir vielleicht auch empfehlen könnt. Das wäre auch ganz cool. Und ja, Leute, übrigens habe ich ja vorhin gesagt, dass wir vielleicht die 20.000 knacken werden. Und wir haben sie heute geknackt. Oh, vielen Dank nochmal dafür. Ich habe mich schon auf Instagram bei euch bedankt. Und ja, da würde ich sagen, hier kommst du zu meinem letzten Video. Es müsste auch ein Vlog gewesen sein.
wie immer. Oder die Marjan-Challenge. Mal schauen, was ich hier verlinke. Und hier kannst du mich sehr gerne kostenlos abonnieren. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Vlog, Leute. Bleibt dran. Tschüss.